Hey Leute, was geht ab? Heute zeige ich euch mal meine Lieblings-Lego-Ninjago-Sets aus meiner Sammlung, und zwar die Top 5. Die meisten von euch werden ja wissen, ich bin hauptsächlich ein Sammler, also ich spiele mit den Sets nicht. Das ist auch so ein bisschen dann in die Bewertung mit eingeflossen, also ich gehe mehr nach dem Äußeren und nach den Minifiguren. Und die Sets, die ich euch heute zeige, das sind natürlich nur meine persönlichen Top 5. Ihr könnt mir eure Lieblingsset gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und noch was, ich sammle Lego ja jetzt wieder seit circa 2,5 Jahren. Das heißt, so ältere Ninjago-Sets habe ich leider noch gar nicht. Aber ich bin schon auf der Suche bei eBay, weil ich würde gerne meine Sammlung um ein paar ältere Ninjago-Sets erweitern. Und da bin ich schon auf der Suche und ja, mal schauen, was sich da so ergibt. Aber jetzt starten wir einfach mal mit der Top 5 und wir starten natürlich mit Platz Nummer 5. Und da habe ich hier das Set mit der Nummer 70592, den Schatzgräber-Mech. Der ist aus dem Jahr 2016, der kostete damals 39,99 und besteht aus 439 Teilen. Und die meisten Teile wurden natürlich an dem Mech selber verbaut. Er sieht optisch fantastisch aus. Dieser Steampunk-Look gefällt mir richtig gut, die Farben sind super und wir finden natürlich auch jede Menge Details am Mech selber. Es ist zwar nicht der größte Mech und auch nicht der mit den meisten Teilen, aber ich finde, er ist einfach optisch der schönste Ninjago-Mech aus der normalen Serie. Dazu noch ein kleiner Hinweis, die Mechs zum Beispiel aus dem Ninjago-Movie habe ich jetzt nicht in die Top 5 hier mit reingenommen. Hier kommen nur Sets aus der Serie vor, also vielleicht mache ich noch eine separate Top 5 Liste mit den Ninjago-Movie-Sets. Aber wie gesagt, in dieser Top 5 habe ich jetzt nur Sets aus der Serie und da ist dieser Mech auf jeden Fall für mich der schönste aus der Serie. Neben dem großen Mech gab es dann noch diesen kleinen Skelettmech hier von den Bösewichten, der für seine Größe natürlich auch ganz okay ist. Er ist jetzt nichts Besonderes, also er kann natürlich nicht mit dem großen Mech mithalten, aber ich finde für die Größe ist er schon ganz okay. Und dann haben wir natürlich noch die vier Minifiguren Ronin, Nia, Kratzi und Fragjaw, die alle richtig gut aussehen. Die Bösewichte hier sind zum Beispiel auch bedruckt auf Torso und auf den Beinen. Da ist der Druck aber bei beiden Figuren gleich. Aber die Figur hier, Ronin, das ist einfach meine absolute Lieblingsfigur aus dem Set. Sie sieht fantastisch aus. Er hat so viele Details hier auf Torso und Beinen und das Gesicht sieht super aus. Also bei der Figur passt für mich alles. Und natürlich passt sie auch perfekt dann zu dem großen Mech, oder der Mech ist perfekt auf die Figur abgestimmt. Und deswegen hat sich dieses Set den 5. Platz in dieser Top-Liste verdient. Und damit geht's auch schon weiter mit Platz Nummer 4. Und da habe ich hier das Set mit der Nummer 70593, den grünen Energiedrachen. Der ist ebenfalls aus dem Jahr 2016, kostete 49,99 und besteht aus 567 Teilen. Und auch hier sind die meisten Teile natürlich an dem Drachen verbaut worden. Ich persönlich mag die Drachen sehr aus der Ninjago-Serie. Und dieser hier sieht fantastisch aus. Vor allem die Flügel, die gefallen mir hier richtig gut. Die Flügel, die sind aus einem großen Stoffteil. Von unten eben mit dem goldgrünen Muster. Und von oben mit dem hellgrünen, das sieht fantastisch aus. Zudem bietet der Drache auch so noch einige schöne Details wie die ganzen Spitzen. Und auch der Kopf ist komplett brick-built, also aus Stein gebaut. Es gibt ja ältere Ninjago-Drachen, da sind die Köpfe aus einem oder aus zwei Teilen. Mir persönlich gefällt das Brick-Build etwas besser und bei diesem Drachen gefällt mir eben die Optik sehr, sehr gut, vor allem wie gesagt die Flügel. Neben dem Drachen haben wir dann noch diese beiden Sachen hier, einmal das Luftpiratenkatapult. Das finde ich persönlich etwas groß geraten, aber ja, es hat halt eine nette Spielfunktion mit dem Katapult hier hinten, das ist ganz okay. Besser finde ich, für mich als Sammler zumindest, dieser Wachturm hier auf der Seite, weil so steht es bei mir im Regal, also Bucke hier oben auf dem Wachturm und Sirene und Dabloon hier unten am Lagerfeuer. Das sieht dann, finde ich, ganz gut aus, wenn das so im Regal steht und nebendran eben das Katapult und noch der Drache. Und dann haben wir natürlich noch die 5 Minifiguren, wie schon gesagt, hier die 3 Piraten. Die sind aber nicht exklusiv, also die gab es auch schon in anderen Sets, gerade Boko und Sirene. Dabloon gab es noch in einem weiteren Set. Die Figuren sehen aber super aus, keine Frage. Und dann haben wir hier natürlich noch die beiden Ninjas, einmal Lloyd natürlich und Cole. Den finde ich ziemlich cool, weil er ist hier eben ja als Geister Cole in dem Set enthalten. Den finde ich richtig gut. Und der war auch exklusiv in dem Set. Und das war dann mal der verdiente 4. Platz. Und wir machen jetzt weiter mit Platz Nummer 3. Und da habe ich hier ein relativ neues Set, den Tempel der Auferstehung aus dem Jahr 2018. Der hat die Nummer 70643, kostet normalerweise 69,99 und besteht aus 765 Teilen. Ich mag ja die Gebäude von Ninjago, die sehen alle immer richtig gut aus und auch dieser Tempel hier ist da keine Ausnahme. Von der Gestaltung her sieht er super aus und auch von der Farbkombination natürlich mit den Felsen unten und dem rot-schwarzen Dach oben. Zudem bietet das Set auch noch jede Menge Funktionen. Gerade die Funktion mit dem Dach, dass man das Dach eben verstellen kann und so die Auferstehung von Garmadon eben darstellen kann. Das sieht eigentlich ganz cool aus und man hat eben noch die Möglichkeit,
Wenn einem dieses normale Aussehen mal langweilig wird, dann ändert man einfach das Dach und es sieht dann halt auch noch richtig gut aus. Und zudem bietet der Tempel noch einiges für Sammler. Wir bekommen nämlich in diesem einen Set alle drei Oni-Masken, die man normalerweise sonst nur in drei einzelnen Sets bekommen würde. Und für Sammler sind natürlich auch die 6 Minifiguren sehr interessant. Und bei den Figuren stechen für mich auf jeden Fall Harumi und Hutchins raus, weil man sie eben bloß in diesem Set bekommt und sie sind auch komplett neu. Die beiden Ninjas, Cole und Lloyd, hat man natürlich schon in anderen Sets gesehen. Hier bekommt man sie eben mit neuer Bedruckung. Dann noch Garmadon, der richtig gut aussieht, Hei natürlich und auch Chopper Moroni mit seinem Haarteil und mit dem Tuch vorm Mund. Also für Sammler finde ich, ist es eine wunderbare Auswahl an Minifiguren. Und neben den tollen Figuren dürfen wir natürlich nicht das geheimnisvolle Ninja Baby vergessen. Gut, das war also mal mein Platz 3. Hier sehen wir nochmal das Gebäude mit den tollen Minifiguren. Und damit geht's auch schon weiter mit Platz Nummer 2. Und da habe ich hier ein Set aus dem Jahr 2017 mit der Nummer 70627, die Drachenschmiede. Die kostete 79,99 und dafür bekam man 1137 Teile. Und hier haben wir wieder ein sehr, sehr schönes Gebäude plus noch einen Drachen, den Fusionsdrachen von Kai und Nia. Den kann man, wie man hier sieht, oben auf den Kamin setzen. Ich werde den mal kurz abnehmen, den können wir uns gleich auch nochmal ein bisschen genauer anschauen. Aber vorher schauen wir uns erstmal hier die Drachenschmiede an. Und es ist wieder ein Gebäude in diesem asiatischen Stil. Ich mag das einfach. Hier auch mit den großen runden Fenstern, das sieht einfach toll aus. Und wenn wir uns das Gebäude mal kurz von hinten anschauen, das ist komplett geschlossen. Von hinten ganz, ja gut, muss man zugeben, sieht es jetzt nicht ganz so schön aus. Aber wie gesagt, es ist komplett geschlossen. Wenn man damit spielen möchte, dann kann man das aber auch aufklappen. Aber wie gesagt, dass das geschlossen ist, finde ich als Sammler auch immer recht schön. Geöffnet wird es dann einfach, indem man die Seiten hier nach außen schiebt und dann hat man Einblick in die Schmiede. Und der Innenraum hier ist auch richtig liebevoll gestaltet worden, zum Beispiel mit der T-Ecke hier rechts, dem Schmiedeofen oder dem Kamin in der Mitte und hier links nochmal die Werkbank, sage ich mal. Also es ist richtig schön gestaltet worden und es bietet zudem noch einige Funktionen. Zum einen ein paar einfache Funktionen wie hier diese Schmiedehämmer. Oder die Drehfunktion, die unten das Feuer lodern lässt. Und oben werden die verschiedenen Bilder angezeigt. Und dann haben wir hier noch den Fusionsdrachen von Kai und Nia. Das ist mein Lieblingsdrache aus meiner Drachensammlung von Ninjago, sage ich mal. Von hier hinten sieht man ganz schön, wie hier die Farben so ineinander verlaufen. Das Rot und das Blau. Die Farben der Elemente von eben von Kai vom Feuer und das Blaue von Nia, das Wasser. Und der Drache sieht einfach cool aus, muss ich sagen. Dann haben wir neben der Schmiede und dem Drachen noch diesen Buff-Million-Roboter, also noch ein weiteres gebautes Objekt. Also wie gesagt, das Set hatte ja über 1100 Teile, da hat man schon einiges an Bauspaß gehabt und auch der Roboter hier sieht ganz gut aus. Zudem gab es dann eben noch die 6 Minifiguren, die beiden Vermilion, die richtig cool aussehen, Kai und Nia, die auch wunderbar aussehen und das erste Mal hatten wir hier die Eltern von Kai und Nia, nämlich Ray und Maya in einem Set. Und das ist halt für Sammler richtig schön. Hier seht ihr sie nochmal ein bisschen genauer. Aber auch die anderen Figuren, Kai, Nia und die beiden Vermilions sehen super aus. Falls ihr von den Sets, die ich hier vorstelle, ausführliche Reviews sehen wollt, schaut einfach mal in die Infobox. Da habe ich euch eine Playlist reingetan von den ganzen Ninjago-Sets, die ich vorgestellt habe. Da ist dieses hier auch dabei. Also da sind eigentlich alle 5 Sets, die ich euch heute vorstellen werde, mit dabei. Und das war dann mal mein Platz 2, aber ich bin ganz ehrlich, dieses Set hätte auch auf Platz 1 sein können, weil ich finde Platz 1 und Platz 2, die geben sich nichts, das sind beides zwei geniale Sets, aber irgendwie musste ich mich ja entscheiden und damit kommen wir jetzt auch schon zu Platz 1. Und das ist für mich ein Set aus dem Jahre 2016 mit der Nummer 70594, die Leuchtturmbelagerung. Sie kostete 69,99 und dafür bekam man 767 Teile. Und wer hätte es erwartet, meine Nummer 1 ist ein Gebäude von Ninjago. Aber wie vorhin schon erwähnt, die Leuchtturmbelagerung hier und die Drachenschmiede, die hätten auch die Plätze tauschen können. Für mich sind es zwei richtig schöne Sets. Es macht einfach Spaß, sie anzuschauen, wenn sie im Regal stehen. Sie bieten so viele Details hier, die Leuchtturmbelagerung sieht toll aus. Mir gefällt hier die Farbkombination von dem Weinrot, dem Braun und dem Schwarz und auch den verschiedenen Grautönen, wie unten die Felsen und oben eben das Grau an dem Leuchtturm an sich. Er ist jetzt zwar nicht komplett geschlossen, wie zum Beispiel die Drachenschmiede, aber von vorne sieht das Gebäude einfach so toll aus. Und auch hier gibt es jede Menge Spielfunktionen. Man kann zum Beispiel den Leuchtturm hier an der Seite öffnen.
Und hier oben in der Spitze wurde sogar noch ein Leuchtbrick verbaut. Wie gesagt, wenn ihr mehr Informationen über das Set haben wollt, dann schaut in die dazugehörige Review. Da seht ihr dann auch nochmal die ganzen Funktionen ausführlicher und genauer. Aber die Minifiguren können wir uns natürlich jetzt noch kurz anschauen. Zudem gab es hier eben noch diesen kleinen Piratenflieger, der auch ganz gut aussieht. Also der ist schön gebaut worden. Und auch hier bekommt man eine tolle Auswahl an Minifiguren. 7 Stück sind dabei. Darunter 4 Piraten, unter anderem Nada Khan und Clancy. Und auf der Seite der Ninjas haben wir Nia, Jay und Echo Sane. Das ist auch eine richtig tolle Minifigur, die seht ihr hier nochmal ein bisschen genauer. Sie und Nada Khan sind so die Highlights für mich in dem Set, vielleicht auch noch Clancy. Also tolle Minifiguren sind auf jeden Fall dabei. Und zudem haben wir noch den kleinen Roboter Tidy. Okay, das war also mal meine Top 5 Lego Ninjago Sets aus meiner Sammlung. Ihr könnt mir gerne mal eure Top-Listen unten in die Kommentare schreiben. Und dabei ist es vollkommen egal, ob es eine Top 5 ist oder Top 3 oder Top 10 oder Top 20. Es würde mich echt mal interessieren, was so eure Lieblingssets sind. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und das war's dann auch schon soweit von mir. Also Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.